trägt Domenico De Zico ein Haarteil. Ja, also, natürlich trägt er eins. Und ich denke einfach mal, da soll sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden, ob der Domenico ein Haarteil trägt. So, herzlich willkommen zurück, Freunde. Und ich sage euch, Haartransplantation in Istanbul. Und die Frage heute, trägt Domenico De Zico ein Haarteil? Ja, also, natürlich trägt er eins. Das sieht man doch auch ganz klar auf manchen Bildern. Also, ich kann euch das hier mal zeigen. Da sieht man, dass er ein Haarteil trägt. Und ich möchte aber nicht behaupten, dass es wirklich so ist. Das möchte ich hier betonen. Ja, aber man kann es hier sehen, denke ich mal. Vielleicht ist es auch nur eine Fotomontage oder schlecht gezeigt auf dem Foto. Das kann natürlich auch sein. Jedenfalls, wenn man das Foto ranzoomt, dann sieht man halt diese glänzende Stelle und das ist ganz klar. Dabei handelt es sich meistens um ein Haarteil, so eine Art Contact-Skin-Produkt, was man einfach auf den Kopf klebt. Und das ist halt das, wenn sich einer damit auskennt. Also damals hat ja der Romeo, den ich auch nach Istanbul begleitet habe, diese ganze Sache so ein bisschen ins Rollen gebracht, weil ich hatte ihn angeschrieben. Ich sage, Romeo, guck mal, das ist aber ein Haarteil, ne? So, siehst du das da? Und dann sagt er, ja, wahrscheinlich. Und dann hat er das irgendwo gepostet bei so einem It-Girl unterm Kanal. Das wurde verlinkt, jetzt hat sogar RTL quasi da drüber berichtet, dass das wohl ein Haarteil sein könnte. Also das ist aber auch das, was ich sage. Es könnte ein Haarteil sein, es muss kein Haarteil sein. Normalerweise hat niemals so ein Mensch oder kein Mensch der Welt hat so eine dichte so einen dichten Haarstatus. Das ist sehr schwer. Das ist, also da müsstest du schon Elvis sein. Und ich denke einfach mal, da soll sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden, ob der Domenico ein Haarteil trägt. Auf jeden Fall bei manchen Bildern würde ich sagen, ja, ich meine, man sieht ja auch vor dem Dschungelcamp, also alles, was noch so im Hotel gedreht wird und wurde und dann zurück ins Dschungel, da hat man da ganz klar gesehen, Alter, leck mich am Arsch. Ja, der ist die Haarlinie mal eben tiefer gerutscht. Dann will er da sein Haarwachsgel, sein Haargel mit in den Dschungel nehmen. Kleber fürs Haarteil. Also spätestens in 6 Wochen wird das Haarteil abfallen, ja. Wenn er dann schreit, ich bin ein Star, holt mich hier raus, dann wissen wir eigentlich Bescheid. Es sei denn, er kämpft ja mit Sibylle Rauch um das Wiederbekommen seines Haarwachses. Ne? Da sind wir mal gespannt, ob er den Haarwachs wiederbekommt. Also ich bin auf jeden Fall beim Dschungelcamp sehr gespannt. Normalerweise gucke ich das Format überhaupt nicht bei RTL. Aber dieses Jahr ist es so interessant, dass sogar Man Secrets bei McClanks das einschaltet. Und ich habe nichts mit irgendwelchen Sachen zu tun, denn ich bin eigentlich ein Haartransplantationskanal und berichte über Haartransplantation, also wie Haare verpflanzt werden und wie Haare, natürliche Haare wieder, deine eigenen Haare wieder auf den Kopf verpflanzt werden. Ich selber hatte 2 Haartransplantationen. Wenn du dich für das Thema interessierst, schalt einfach ein, abonniere meinen Kanal, mach die Glocke an. Bis dato bin ich raus. Macht euch eure eigene Meinung über Domenico, ob er ein Haarteil hat. Das weiß man ja bis heute immer noch nicht. Mal sehen, ob er sich outet. Aber bei manchen Bildern bin ich mir sicher, er hat ein Haarteil. Nur Mutmaßung. Bleibt am Kanal, Freunde.